Hi, herzlich willkommen zu meinem Lieblingsarbeit als Imker. Heute zeige ich euch, wie man Bienenwachs klären kann. Ich habe ja schon Videos hochgeladen zum Thema Dampfwachsschmelzen. Das ist das, was ich jetzt die ganze Saison über gemacht habe. Ich habe meine Naturwaben ausgeschmolzen. Ich habe aber auch die Rähmchen mit den Mittelwänden ausgeschmolzen. Und so hat sich das ganze Jahr über eben zwei Chargen von Bienenwachs angereichert. Einmal, ja, kiloweise Altwachs. Das sind die Waben mit den Mittelwänden drin. Und dann hat sich auch kiloweise angereichert das Frischwachs. Das ist alles, wo eben die Biene von sich aus selbst gebaut hat und von mir eingeschmolzen worden ist. Und diese zwei Wachskategorien sind ja das ganze Jahr über nur im Dampfwachsschmelzer entstanden. Das bedeutet, diese Blöcke, wo da rauskamen, sind ja immer noch nicht wirklich sauber. Man kann damit jetzt weder Lippenstifte oder Kosmetik herstellen, noch können wir damit Kerzen produzieren. Wir müssen erst den Schmutz aus dem Bienenwachs rausbekommen. Und deswegen möchte ich euch in dem Video, also nicht wundern, das wird ein bisschen länger gehen, weil ich versuche jetzt jeden Arbeitsschritt euch hier auch aufzuzeigen und nicht denken, dass das in ein paar Minuten und Stunden getan ist. Nee, das ist eine Arbeit, die läuft über Tage. Wir fangen vielleicht erstmal an mit den Materialien, die wir zum Wachsklären benötigen. Es gibt Alternativen für Hobby-Imker, auf die möchte ich jetzt in dem Video nicht kommen. Dafür habe ich ja auch meine Imkerkurse, aber ich werde dann natürlich für euch alle nochmal früher oder später ein Video machen für kleinere Imkereien, wie man eben auch mit günstigerem Material dann doch ein gutes Bienenwachs hinbekommt. Dieses Video geht jetzt eben in die Profi-Ausstattung rein. Und ihr seht, das ist gar nicht so viel. Ich zeige es mal. Also so drei Utensilien sind schon mal das Wichtigste. Wir haben einen Heißluftföhn, wie wir den benutzen und warum, dazu komme ich später. Wir haben unseren Entkalker, weil wir wollen kein Kalkwasser haben. Wir brauchen entkalktes Wasser. Und hier ist mein, ja, nicht die Honigschleuder ist mein Lieblingsgerät, sondern dieser Wachsklärbehälter. Den habe ich mir von der Marke Karl Fritz geholt. Das ist eine ganz tolle Marke, die auch wirklich nach wie vor einfach tolle Qualitätsprodukte liefert. Und ihr findet es im Handel als doppelwandigen Wachsklärbehälter. Ich habe den auf 35 Liter. Also da passt jede Menge Bienenwachs dann rein. Upsala, ich bin ja gar nicht im Bild, das sehe ich gerade. Ha, da bin ich wieder. Stand auf der falschen Seite. Macht nichts. Wie der funktioniert, da werde ich nachher noch dazu kommen. Was wir jetzt in der ersten Sekunde machen, ist, wir holen die Blöcke von drüben und dann werden die erstmal eingeschmolzen. So, geht gleich weiter. Hier ist schon die erste Rohware. Wie gesagt, das, was ich jetzt hier reinschmeiße, ist das Ergebnis vom allerersten Schmelzvorgang. Also sprich, Rohware kommt vom Dampfwachsschmelzer raus, wird gelagert in den Blöcken bis zum Saisonschluss und dann kommen die jetzt alle hier in den Wachsklärbehälter. Und was zum Ablauf auch wichtig ist, wobei das ist natürlich eher der Bivetal interne Betriebsablauf, trotzdem möchte ich sie erwähnen. Es macht Sinn, erst das Naturwabenwachs zu schmelzen. Und wenn das dann fertig ist, dann gehen wir erst aufs Altwachs los. Warum, das zeige ich euch noch in den nächsten Sequenzen. Erstmal tun wir die Blöcke hier füllen. Passt noch mehr rein. Ich komme gleich wieder mit dem nächsten. So ein Klotz, wo ihr da gerade gesehen habt,
der wiegt mindestens zwischen 5 bis 8, 9 Kilo, je nachdem wie hoch der eben gegossen worden ist. Da passt immer noch was rein, bin gleich wieder da. Wenn da jetzt ein bisschen was drüber rausguckt, ist das natürlich erstmal so okay, weil man muss jetzt auch einrechnen, dass durch die Blöcke, die ja konisch verlaufen, wir ja, wenn das jetzt zusammenschmilzt, dann sowieso nochmal nach unten sinken, weil eben doch sehr viele Luftpakete jetzt in dem Klärbehälter drin sind. Den Klotz möchte ich jetzt nicht nochmal reinschmeißen, weil dann könnte es mir überlaufen. Bleibt erstmal außen, erstmal gucken, wie weit der Pegel jetzt runter sinkt. Jetzt an der Stelle mache ich einen Cut vom Video, weil die Arbeit geht dann tatsächlich erst morgen weiter. Heute ist nichts mehr zu tun. Das Gerät wird jetzt noch angestellt. Das stelle ich jetzt auf eine Temperatur von 80 Grad ein. Und morgen, selbe Uhrzeit, also 24 Stunden später, kann ich dann das erste Mal das Wachs rauslassen. Da geht dann das Video an der Stelle weiter. Und warum das jetzt so lange dauert, ist einfach erklärbar. Der Wachsklärbehälter, der funktioniert nämlich eigentlich nur über die Physik und es ist ziemlich einfach. Also das Bienenwachs wird eben erhitzt und dadurch ist es ja so flüssig. Dann können sich die Schwebeteilchen alle lösen und wenn man das ruhig stehen lässt, so ein heißes Bienenwachs, dann werden eben die ganzen Drecksflocken ganz langsam von oben nach unten gehen. Das ist auch der Grund, warum dieser Topf hier zwei von den Hähnen hat. Ich habe einmal mein Schmutzwachs, das ist hier unten, und ich habe das bessere Wachs, das ist hier oben. Und im Regelfall ist es halt so, dass ein Klärvorgang nicht ausreicht, aber das zeige ich euch ja hier in dem Video. Also heute ist nichts mehr zu tun, das Ding wird angestellt. Und morgen wird das Wachs abgelassen und da geht dann auch die Erklärung weiter. Bis dann, ciao!